Sie hören eine Kostprobe des Sales Upcall, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Walter Zimmermann gilt als der Experte für Effizienz im Business. Speziell in den Bereichen Management und Vertrieb zeigt Walter Zimmermann auf, welche Ressourcen brach liegen. Effizienz ist nämlich das Verhältnis zwischen definiertem Nutzen und dem Aufwand, der zu dessen Erreichung notwendig ist. Er ist schon seit dem 21. Lebensjahr selbstständig und führte bereits mit 24 Jahren 240 Mitarbeiter im Verkauf. Seine Kunden wie zum Beispiel BMW, Henkel, Lufthansa, Samsung und viele mittelständische Unternehmen profitieren von seinen praxisnahen und umsetzbaren Lösungen. Walter, du bist Hochschuldozent, Buchautor und Topspeaker. Wir haben uns kennengelernt beim Club 55 der renommierten Gemeinschaft europäischer Sales- und Marketing-Experten, bei der wir beide Mitglieder sind. Unser Thema heute: Preise und Wert. Lieber Walter, herzlich willkommen. Ja, hallo Stefan, herzlich grüß Gott. Ja, Walter, also unser Thema: Preise und Wert. Und wir haben im Vorfeld uns noch nicht so genau unterhalten über das, was du uns heute hier sagen wirst. Aber ich kenne dich ja als jemand, der aus der Praxis kommt. Und vielleicht hast du uns ja ein typisches Beispiel mal mitgebracht, wie man das Thema Preise und Wert anhand vielleicht wird es ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns hier eine ganz konkrete Erfahrung mit einem Kunden vorführen. Mhm. Ja, ich habe es ja angedeutet, dass ich da ein spezielles Beispiel mitgebracht habe, was wirklich auf realen Zahlen und Daten basiert. Ja. Sicherlich auch ein Beispiel, was man übertragen kann auf verschiedene Unternehmen. Mhm. Okay. Die einzige Voraussetzung, sage ich mal, um sowas übertragbar zu machen, ist wirklich so, es müssen Produkte sein, die in einem sehr hohen Qualitätslevel sich befinden. Mhm. Okay. Und wo man einen entsprechenden hohen Servicegrad dahinter darstellen kann. Ja? Ja. Sonst muss man immer individuelle Konzepte machen, aber das Beispiel, was ich mitgebracht habe, basiert eben darauf, dass ich einen hohen Qualitätslevel und einen hohen Servicegrad habe, weil dann habe ich, sagen wir mal, Spielfeld, um dort an gewissen Stellschrauben zu drehen, um jetzt in puncto Preis und Wert dann wirklich den Wirkungsgrad zu erhöhen. Das ist das eine. Und vor allem, was bei diesem Beispiel sehr, sehr gut gelungen ist, einfach die Profitabilität zu steigern. Ja, ja. Okay, gut. Mhm. Was war denn die Ausgangssituation? Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen reinhelfen, damit wir da mitdenken können. Was war denn sozusagen der Ausgangspunkt, an dem du gestartet bist mit deinem Kunden? Mhm. Ja, es war so, kann man sogar terminlich genau definieren. Es war im Januar 2012, saß ich mit dem Vorstand dieses Unternehmens zusammen. Ja, man kann es auch konkretisieren. Das ist ein Bankhaus, was erst 3 Jahre davor in Deutschland gegründet war, mit einer ausländischen Mutter. Also ein relativ junges Unternehmen. Junges Unternehmen, ja. Und die Situation war die: Sie haben in Deutschland eine reine Vermögensverwaltungsbank gegründet. Ja? Vermögensverwaltung heißt, Kunden erst ab ein paar hunderttausend Euro Einlage auf dem Konto, da beginnt so das Kundenklientel. Mhm. Ja? Okay. Also ein kleines, feines Bankhaus. Und die Zielsetzung war einfach, mit einem überdurchschnittlichen, exklusiven Service und Dienstleistung, ja, Kunden zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden. Mhm. Ja. Okay. Die Situation war die: Ich saß dann mit dem Vorstand zusammen, den ich schon von vorherigen Gesprächen kannte, und wir haben dann die aktuelle Situation besprochen. Und es hat sich einfach herausgestellt, das Ziel war letztendlich, Kunden zu gewinnen. Das gelingt natürlich überwiegend dadurch, dass man sagt, man hat Berater, die gewisse Kundenkontakte haben und versuchen natürlich, ja, wenn ich neu gründe, muss ich Kunden, ja, letztendlich vom Wettbewerb für mich gewinnen. Ja, also klassische, ja, Verdrängungssituation. Das war jetzt nicht irgendein völlig neues Produkt, neuer Markt, in das man hineinging, sondern eine klassische verteilte Marktsituation, wo jeder im Prinzip seine, ja, nennen wir sie mal Lieferanten oder seine Geschäftsbeziehungen hat. Genau. Und erstmal auch jetzt nicht große Wechselbereitschaft hat. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen. Unter www.salesupcall.de.